Eine Rede. Ich hätte ja schon längst geheiratet. Ja. Hat sie sich gezogen? Von im Klaus. Ist jemand neben mich? Jemand da sagt, mach mir einen Anschlag. So. Dankeschön, alle. Und ich kann wirklich nur sagen, liebe Janine, liebe Rieke, was für ein Abend, was für ein Tag, was für ein Brautpaar und liebe Gäste, was für Gäste. Ja? Alle haben dich lieb, so viele Leute kommen euch zuliebe. Und ich kann nur sagen, ich hoffe, ich spreche im Namen von euch allen, es ist ein super Abend. Ja. Und danke euch, dass ihr das organisiert habt. Ja, und ich muss am Anfang muss ich wirklich einen Dank aussprechen, auch an Janine. Nicht nur, dass ihr den Mut gehabt habt zu heiraten, sondern dass ihr, dass Janine den Mut gehabt hat, und den Namen unserer Familie anzunehmen. Das ist ein mutiger Schritt. Aber man muss ja sagen, man muss ja wirklich sagen, du hattest ja jetzt 10 Jahre Zeit, dir die ganze Chose anzugucken. Und ich kann dir nur sagen, wir sind so. Ja? Wir sind so, wir tun nicht nur so, wir sind so. Ja? Also du weißt, worauf du dich einlässt. Ja, was soll man in so einer Rede erzählen? Wir haben heute Vormittag, heute Mittag eine ganz fantastische Trauung gehabt mit Tränen, viel Tränen, so wie das zu der Trauung dazugehört. Aber ich muss ehrlich sagen, ein paar Sachen haben mir gefehlt und ja, die möchte ich eigentlich heute mal ansprechen, mit aller Offenheit heute Abend noch. Ja? Ich meine, zum Ersten ist es so, dass ihr Glück gehabt habt, dass ihr nicht vor 2 Tagen in die Zeitung geschaut habt. Ja? Denn vor 2 Tagen hat die Zeit, große deutsche Wochenzeitung, die Zeit, eine Titelgeschichte herausgebracht, warum heiraten? Und so eine Frage kann man 24 oder 48 Stunden vor der Trauung nicht gebrauchen. Das braucht man wirklich nicht. Und ich habe das dann natürlich gekauft, ich habe das durchgeblättert. Und dann gibt es eine wunderschöne weitere Seite, da schauen wir gleich mal ein bisschen rein im Detail. Tut die Ehe gut? Ja. Eine halbe Seite ja, eine halbe Seite nein. Ja. Tja, ich kann es vorwegnehmen. Ihr seid auf der sicheren Seite. Es gibt 9 Argumente für und 6 Argumente gegen die Ehe. Ja. Man lernt auch ganz andere Sachen dazu, das interessiert euch vielleicht im Raum auch. Ja? Es gibt einen tollen Artikel dazu und da lernt man so ein bisschen, wie das im Mittelalter war. Und es gab Scheidungsgründe, offizielle Gründe für eine Scheidung im Mittelalter. Die 3 Gründe waren A, 3-mal Seitensprung, Unfruchtbarkeit der Frau und Mundgeruch. Wirklich wahr, ist wirklich wahr. Es gibt in Teilen Englands, in Wales, gab es eine Regel, dass beim Mundgeruch Scheidung möglich war. Wenn bei euch jetzt so paderweise die sagen, interessant, habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ja. Ja, die Regel ist vorbei. Ja. Also seit dem späten Mittelalter gilt das nicht mehr. Ja, und in Corona-Zeit wahrscheinlich. Aber wir wollten ja hier mal reingucken, was denn nun, jetzt brauche ich dich, Hanna, ja, was denn hier mit der Ehe gut ist. Wir schauen zunächst mal auf die Gründe, ein, zwei Gründe, die dagegen sprechen. Ja? Verheiratete treiben weniger Sport als Unverheiratete. Das steht hier, ich erfinde das ja nicht von Janine. Ja? Und jetzt zum Thema Gewicht. Es tut mir leid, es steht hier. Ja? Nach der Hochzeit nehmen beide Partner zu. Ich glaube, das ist ungünstig jetzt. Wir gucken jetzt mal zu den Jagdgründen. Ja, wir gucken jetzt mal, was denn solche hier Lebenserwartung ist interessant bei den Jagdgründen. Verheiratete leben länger, besonders die Männer. Ja, Pech gehabt. Ja.
Und dann kommen ganz abstruse Dinge hier, zum Beispiel mit hier Wundheilung. Man hat festgestellt in einer Untersuchung in Ohio, dass Menschen, die nach eigener Aussage glücklich sind, leichter ihre Wunden heilen. Also da habe ich mich auch gefragt, ist das irgendwie ein bisschen in der Kopf, ne? Oder Herzversagen. Also da denkt man ja bei der Trauung nicht dran. Ne? Ein Herzversagen, das steht hier. Auch nach einer Untersuchung, Verheiratete, die mit einem Herzinfarkt in die Klinik angeliefert werden, sterben seltener daran. Ich weiß nicht, von euch schon jemand an Herzinfarkt gedacht hat, wenn er da im Standesamt war. Ne? Aber ist wichtig, weil es ist mir gesagt. Und zum Schluss, das wichtigste Thema Alkohol. Auch Verheiratete trinken mal zu viel. Aber nicht so oft wie Singles, Geschiedene oder Wiederverheiratete. Ja, also das, also ich finde das wahnsinnig interessant, aber irgendwie passt es nicht so richtig, weil ja, ich sage, der eigentliche Grund, dass man verheiratet, im Moment, in diesen Zeiten der Unsicherheit, damit man irgendwie ein Stück Sicherheit gewinnt. Das taucht natürlich nicht auf. Scheiß, war immer schon los. Ne? Also, weg damit. Nein, ich möchte ganz zum Schluss, es geht ja um euch, ja? Und ich möchte euch ganz zum Schluss ja, ein paar Sachen mit auf den Weg geben, wo ich denke, könnt ihr noch besser werden in den nächsten Jahren. Das eine ist das Thema Lügen. Ja, also seien wir mal ehrlich, man kommt ja heute nicht mehr durch die Welt ohne Lügen. Im Internet ist ja voll mit Lügen. Keiner sagt mir die Wahrheit, Politik nicht, Unternehmen nicht. Ja? Und Lügen ist eine wichtige soziale Eigenschaft. Vor allen Dingen, wenn man Meier spricht. Ich weiß nicht, wer von euch Meier kennt oder Mexien. Mexien, ja. Das ist ein Spiel, wo man mit 21 gewinnt. Und nur gewinnt, wenn man lügt, wenn man nicht lügen kann. Und da kann ich sagen, ja. Da kannst du dich noch verbessern. Da waren einige Abende, wo ich dich abgezogen habe. Ja, und da kann ich sagen, aber nimm dir Beispiel an Janine. Bei einem Spiel, links oder rechts von Janine zu sitzen, das ist Gottes Höchststrafe. Ja? Da hast du keine Chance darauf. Da fragst du dich, warum du da sitzt. Und in der Praxis sieht das eben so aus, wenn Rieke dreimal hintereinander sagt, sie hat Meier oder Mäxchen gewürfelt, dann hat sie, weiß man, sie hat eine 31. Und das ist das Niedrigste. Das ist das Niedrigste, ja. Und bei Janine weiß man, wenn sie dreimal Meier sagt oder Mäxchen, dann hat sie das auch gewürfelt. Ja? Also ich merke, ihr kennt das Spiel, ist egal. Ist egal. Auf jeden Fall probiert es mal. Es ist ein Test auf die Partnerschaft. Ja? Das Mikro funktioniert irgendwie nicht so richtig, ne? Halt mal auf. So. Kann ich hier was machen? Vorne reinsprechen. Nur vorne, nicht von der Seite. Ah, aber ihr habt das verstanden mit dem Wechsel. Gut. Das zweite ist, Rieke hat mir erzählt, sie kann nicht streiten. Und das ist natürlich in der heutigen Gesellschaft ganz, ganz schlecht. Wenn du nicht streiten kannst, alles streitet sich. Im Internet streitet sich alles nicht. Veganer und Vegetarier und Fleischesser und Leute, die an Hypnose glauben und welche, die nicht dran glauben. Nicht? Es ist ein Kampf. Überall, und da kann man, ohne Streifen, kommt man da eigentlich nicht richtig weiter. Ne? Deshalb habe ich euch ein schönes Buch mitgebracht. Streifen aber wichtig. Also wenn ihr das liest, dann kommt der an der Stelle schon mal weiter. Das dritte ist, diese Fähigkeit, einfach so zu sein, wie man ist, das zählt heute auch nicht mehr so gut. Du musst heute öffentlich mindestens einen gekauften Doktortitel aus Prag haben. Man muss einmal deine Doktorarbeit irgendwie gefälscht haben. Irgendwie so Sachen zusammenpinnen. Oder den Lebenslauf ein bisschen aufputschen. Bisschen hoch. Ein bisschen mehr als eigentlich ist. Und wenn ihr keine Ideen habt, immer an mich wenden. Zum Beispiel, ich will da zwei Beispiele geben. Das eine ist, wenn ihr zum Beispiel in eurer Reitschule einen, weiß ich nicht, einen Schüler habt, eine Schülerin habt, deren Eltern aus Brasilien kommt, dann kannst du schreiben, international gefragt. Ja, also, da darf man nicht mehr einen Schüler reden, sondern international gefragt. Wenn ihr irgendwo auf irgendeinem Dorfturnier
mal eine Flasche Sekt gewinnt, dann gewinnt ihr nicht eine Flasche Sekt, sondern dann seid ihr hochdekoriert. Das steht dann im Lebenslauf und auf Instagram kann man das posten. Ja? Das geht alles. Ja. Oder wenn ihr auf irgendein Dorfturnier in Hinterbuschenbach oder sowas auftretet, dann könnt ihr auch in euren Lebenslauf reinschreiben, auf den großen Weltturnieren zu Hause. Ja, und das Letzte, was ich euch mitgeben möchte, ist, ja, dieses Urvertrauen, was ihr beide offenbar in die Welt und in euch habt. Für mich ist die schönste Szene eigentlich, die ich im Leben mit Rieke erlebt habe, die mir in Erinnerung geblieben ist, ist, als wir am südlichen Atlantik Urlaub gemacht haben. Und Rieke war noch ein kleiner Hüpsier und Rieke steht mit Blick aufs Wasser. Und dann geht Rieke los. Und Rieke geht weiter. Und Rieke bleibt nicht am Wasser stehen, sondern Rieke geht ins Wasser. Und Rieke geht immer weiter. Und plötzlich steht Rieke das Wasser bis hier. Und es war wellig. Und es war windig. Und nur durch einen gewagten Sprung haben wir Janine Riekes Leben gerettet. Und ich frage mich heute noch, Rieke, was hat dich damals getrieben? War es dieses Urvertrauen, die Welt wird gut? Oder war es dieses Urvertrauen, irgendjemand wird mich schon retten? Ich weiß es bis heute nicht. Es ist eines der großen Rätsel deines Lebens. Ihr wisst natürlich alle, was ich euch mitgeben will auf die Welt. Und auf euer Leben. Und das ist meine Botschaft eigentlich für heute Abend. Richtet euch nicht nach der Welt und nicht danach, wie die Welt ist. Die Welt ist oft komisch. Die Welt ist strange. Sondern richtet euch danach, was ihr denkt, was richtig ist. Und zeigt einfach der Welt, wie man ein gutes Leben führt. Wie man ein richtiges Leben führt. Und dann kann die Welt viel, viel von euch lernen. Und deshalb geben wir unser Glas, auch wenn ich keins habe, auf ein kongeniales Paar, von dem ich einfach hoffe, dass das Leben und die Beziehung auf der einen Seite so stabil wird, dass euer Leben einerseits so stabil wird, wie die Staumauer am Möhnesee und auf der anderen Seite so lebendig und flexibel wie ein Gebirgsbach. Werdet glücklich miteinander.